Hey ihr Lieben, ich dachte, ich mache euch mal ein Video und zwar live. Die Show, die erste Studio Armani Show ist heute online und also was heißt online, wird gleich im Fernsehen gezeigt um 23. Okay, und ich dachte, ich chatte nochmal mit euch und wir schauen mal, ich guck mal, wie eure Meinung so ist, ob ihr euch freut, ob ihr einschaltet und vielleicht habt ihr noch Tipps und Ideen und oh hi, da sind ja schon Kommentare, langsam, langsam, da ist Angela, die schreibt, ich freue mich, hey Angela oder Angela, ich freue mich auch. Nano schreibt, heirate mich. Okay, Nano. Wo ist der Ring? Hi Mert. Hi Timo. Timo schreibt über meine Stimme. Was soll ich machen? Die ist nun mal so kindlich. Ich werde versuchen, tiefer zu sprechen. Ich spreche jetzt in dieser Sekunde tiefer mit euch. Hallo Lavinia, selber schönste Frau. Lass mich noch mal reden. Ich kann ja gar nicht. Ich will die ganze Zeit antworten, antworten. Also um 23:15 Uhr sind wir auf ProSieben. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Wir hatten einen super tollen Gast. Wir hatten einen super tollen DJ. Wir hatten sogar Special Guest VIP bei den Zuschauern sitzen. Wen haben wir dann noch? Da ist Adel und die Sabrina schreibt, hey, ich freue mich. Danke, Sabrina, ich freue mich auch. Danke, Thomas. Viel Erfolg hat er geschrieben. Aydin schreibt viel Glück. Danke, Aydin, dir auch viel Glück bei alles. Oh Gott, ich werde jetzt einfach alle vorlesen. Natalie schreibt viel Spaß. Orhan schreibt, hey, hey, Orhan. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Show. Ich bin selber sehr, sehr aufgeregt, wirklich sehr. Ich hoffe, es. Keine Ahnung, ich kann den Ansprüchen gerecht werden. Der Druck ist echt krass, Mann. Der Druck, dieser Druck. Sehr scheißegal. Hauptsache, wir haben eine gute Sendung gemacht. Mal gucken. Es kann nicht jedem gefallen, ist natürlich klar. Schreibt bitte auch Kritik, wenn euch was nicht gefällt. Schreibt's ruhig. Ich blocke und lösche sowieso alle, die was Schlechtes schreiben. wen haben wir dann noch? Hi, der Tin schreibt. Oh Gott, das lese ich nicht vor. Die schlimmen Sachen lese ich nicht vor. Oh, danke, Mervan. Ja, wir haben heute mal Locken gemacht für die Show. Ich bin sehr gespannt, ob euch die Locken. Keine Ahnung, scheiß auf die Locken. Lass uns über die wichtigen Sachen sprechen. Wir haben über Trump, den Wichser, gesprochen. Wir haben über alle möglichen witzigen Sachen gesprochen. Da gibt's Grüße aus Hannover. Grüße zurück. Naja, Orhan schreibt keinen Druck. Ich werde versuchen, mir keinen Druck zu machen. Kein Druck. Hauptsache, sie kann ja nicht jedem gefallen, die Show. Ich hoffe, dass sie vielen von euch gefällt. Ich hoffe, dass sie euch unterhält. Natürlich ist überhaupt kein Vergleich zu Raab. Raab war ein überkrasser Entertainer. Ich weiß gar nicht, warum ständig gefragt wird, nur weil es die gleiche Zeit ist. Wir sind nur eine ganz kleine Show, eine kleine Show, eine kleine Familie mit den Zuschauern zusammen, mit euch zusammen und mit allen, die Bock haben, die Sendung zu gucken. Wir sind wirklich eine kleine, feine Show. Ah, da gibt's Grüße aus Wien. Hi Dennis, Grüße zurück nach Wien. Gabriella schreibt, sie freut sich für mich. Ich freue mich für euch. Was ist dann noch alles? Winke, Winke, schreibt Anastasia. Burak schreibt, grüß mal Burak Gülbahar. Okay, Grüße an Burak Gülbahar und Grüße zurück nach Recklinghausen. So, ihr Lieben, ich wollte euch eigentlich ein bisschen was über die Show erzählen. Wir haben einen coolen Gast. Wir haben einen sehr coolen DJ, Psycho Dino hat aufgelegt. Wir haben auch noch zwei kleine Gäste. Das ist aber eine Überraschung. Dazu will ich nichts sagen. Das seht ihr gleich bei der Show. Ich bin echt. Ich lege mich gleich auf meine IKEA-Couch und schlafe. Schlafe einfach mal durch bis morgen und bin sehr gespannt, wie euer Feedback morgen ist, wie ihr die Sachen findet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Ihr könnt die Comments natürlich bei mir hinterlassen, als auch bei der Studio Armani-Seite und auch auf Instagram. Ihr könnt auch auf Instagram bei mir schreiben. Ahmad schreibt love you zurück, Ahmad. Rafi schreibt, ich warte bis deine Sendung. Ja, ich hoffe auch, ich schaffe es, wach zu bleiben. Ich bin selber voll müde. Kein Plan. Ich kann meine eigene Sendung nicht gucken, Alter. Aber es ist auch vom Druck. Ich kann es nicht gucken, weil ich dann sitze und denke, oh. Aber ich bin voll gespannt, ob es euch gefällt. Ich bin es noch nicht, ehrlich gesagt, ich bin es noch nicht gewohnt, mich selbst im Fernsehen zu sehen. Ich sehe mich und kriege dann immer selber so Panik und denke, Alter, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das nicht gesagt? Hallo Lalelu, ich liebe dich auch und Grüße aus Erfurt. Ja, kennt eh kein Schwein. Doch, Erfurt kennt man, Mann. Grüße aus Köln. Der Arnel schreibt eine gute Sache. Er schreibt, wird die Show einzigartig? Ich weiß nicht, Arnel. Ich weiß nicht, ob die Show einzigartig wird. Ich hoffe sehr, dass sie vielleicht so ein bisschen einen anderen Vibe, ein anderes Gefühl rüberbringt, weil wir haben es versucht. Wir haben es versucht, gemütlich zu machen und herzlich zu machen und ehrlich zu machen. Und wir wollen einfach mit euch reden über alle Themen, die vielleicht interessant sind für euch, für mich, für egal wen. Und ich hoffe, also wir müssen auch nicht mit allem einer Meinung sein. Es gibt sicher Sachen, die euch vielleicht nicht gefallen und wo ihr sagt,
das sehe ich anders als Enisa oder da, keine Ahnung, und es gibt Sachen, die ich anders sehe und nächste Woche sind wir vielleicht wieder einer Meinung. Also ich hoffe sehr, dass wir einfach miteinander ein paar Wochen, ein paar coole Shows machen können, die euch gefallen und dass ihr mir auch die Zeit lässt, dass ich von Woche zu Woche wachsen darf, besser werden darf und wie gesagt, wir sind offen für Kritik, für Anregungen, wir gucken, was passt nicht und natürlich ist Kritik auch absolut angebracht, wer sagt, das finde ich nicht gut oder das finde ich nicht gut. Natürlich gehe ich auf die ein, die lösche ich einfach. Und naja, warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen vorlesen. Wecker ist gestellt. Ja, ich glaube, ich muss mir auch einen Wecker stellen. Cosimo schreibt das. Tony Montana schreibt, ich liebe dich. Ist das der echte Tony Montana? Ist das echt Scarface, Alter? Warum schreibt Cindy denn einfach Bockwurst? Warum Bockwurst? Mesut schreibt, du bist süß. Dankeschön. Und Pascal schreibt, grüß mich. Liebe Grüße, Pascal. Pascal Wagner. Boah, Jam schreibt was ganz Liebes. Dankeschön. Danke, Jam. Jam Okanjan. Danke, Jam Okanjan. So, was kann ich euch noch über die Show erzählen? Ich hoffe, dass euch das Studio gefällt, so vom Look, also dass euch die Studioatmosphäre gefällt. Wir haben das versucht, so ein bisschen schick, bisschen modern, bisschen orientalisch. Dann das Publikum war sehr, sehr gemischt. Wir haben super coole Leute gehabt. Jede Altersklasse war dabei, alle möglichen Leute, verschiedener Migrationshintergrund. Alles waren da. Kurden, Türken, Albaner, Russen, Rumänen, Deutsche, Iraner, halb, halb. Alles war da und es war super toll, so ein krasses Publikum zu haben. Danke nochmal an das Publikum. Die waren mega und die haben mir ganz viel von meiner Angst genommen und haben mir geholfen, durch die Sendung zu gehen. Und was haben wir noch? Fashion. Will jemand wissen, was ich anhabe? Oh ja, ich hätte so eine weiße Hose und einen weißen. Also ich war komplett weiß angezogen. Weiß ist meine Lieblingsfarbe. Ich weiß gar nicht, ist weiß eine Farbe, aber auf jeden Fall war ich weiß angezogen. Ich freue mich sehr über die sehr positive Presse. Die Medien haben sehr positiv berichtet. Die Taz hat heute einen sehr geilen Artikel rausgebracht. Andere Zeitungen haben auch sehr, sehr geile Artikel geschrieben. Dafür danke ich den Medien sehr. Ich hoffe mal, dass die Meinung morgen noch genauso cool ist wie heute. Vielleicht schreiben morgen alle, sie hat versagt. Sie hat einfach versagt. Setzt bitte diese Sendung ab. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich habe überlegt, wenn es nicht klappt, ich würde gerne in der Drogerie arbeiten und den ganzen Tag so Wattebällchen ein. Weißt du, man hat immer Watte da, du hast immer Toilettenpapier da, du hast immer Waschmittel da. Das ist super, in der Drogerie zu arbeiten. Vielleicht ist das die Lösung, Alter, um mal von diesem Druck wegzukommen. Aber nein, im Ernst, es hat echt irre Spaß gemacht. Die Leute waren cool. Wie gesagt, die Zuschauer, ich freue mich auf die Zuschauer, die nächste Woche kommen. Wir zeichnen in Köln auf, jeden Montag in Hürth. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt für die nächsten Shows, aber ich glaube bestimmt. Und ich freue mich, wenn ihr kommt und wenn wir uns da sehen. Ich habe auch hinterher eine Autogrammstunde gemacht. Die Leute haben mich nochmal persönlich gedrückt und mir nochmal gesagt, was sie irgendwie gut fanden, was sie schlecht fanden. Und das fand ich super toll, dass alle so ehrlich waren und mir einfach ein. Was soll dieser Scheiß? Die ganze Zeit steht da, Batterie leer, nochmal fortsetzen oder nicht. Ich raff das überhaupt außerdem gar nicht. Da steht 27.000 Betrachter, 8 Minuten 24. Ich weiß nicht, ist das gut, ist das schlecht, Alter? Ich bin so schlecht in diesem Facebook-Gedöns, Alter. Ich bin so schlecht. So, dann schreibt die Ezra, Baby, traumhaft. Danke, Ezra. Der Jihad schreibt, kommst du auch mal nach Wien? Ja, Jihad, ich war schon zweimal in Wien. Ich war einmal alleine mit meinem Solo in Wien und einmal mit meinen Rebel-Comedy-Jungs in Wien. Übrigens Grüße an meine Rebel-Jungs. Die haben heute alle supportet und geteilt und alle geschrieben, bitte einschalten. Ich hoffe, die sind die nächsten Sendungen auch mal zu Gast. Ich tour ja im Moment nicht mehr live. Ich habe noch ein paar Stops, in denen ich toure im April, aber nicht mehr so viele wegen der Show einfach. Wegen der Show müssten wir leider viele Live-Termine rausnehmen. Aber ich komme wieder live. Also die Tickets sind ja immer gültig und wenn irgendwas ausfällt, gibt es Geld zurück und so. Und ehrlich gesagt spiele ich am liebsten live, weil das Coolste ist, euch einfach zu sehen und mit euch persönlich zu sprechen und mit euch persönlich zu lachen und euch einfach einen schönen Abend zu machen. Ich weiß nicht, mein Job ist ja einfach nur, ich bin Unterhalterin und mein Job ist einfach, dass ihr mal einen Abend eure Sorgen vergessen könnt, eure Trauer vergessen könnt. Vielleicht gehen manche von euch gerade durch schwere Zeiten. Wir alle kennen schwere Zeiten. Und irgendwie ist cool, wenn man einfach mal kurz das vergessen kann und ein bisschen zusammen lachen kann und ein bisschen zusammen locker sein kann. Das ist eigentlich so alles, was mein Job ist. Und das ist für mich der schönste Job der Welt, dass ich euch einfach mal kurz eure Sorgen vergessen lassen kann. Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Und ja klar, es gibt auch die Leute, die das vielleicht nicht lustig oder nicht unterhaltsam finden. Und das ist auch cool. Die sollen sich einfach verpissen. Und
Fuck, Entschuldigung, Entschuldigung. So, was habe ich denn noch? Ich will mal vorlesen. Pagona schreibt, bin auf einer Show dabei. Meine ganze Familie findet dich toll. Danke, Pagona. Liebe Grüße an deine Familie. Joachim schreibt einfach, huhu. Okay, huhu, zurück, Joachim. Was geht ab? Abbas schreibt, Sammy, was geht? Wer ist denn Sammy? Der meint mich, glaube ich, gar nicht. Massimo schreibt, ich habe dich abonniert. Und da gibt es schöne Grüße aus Wiesbaden, schöne Grüße zurück nach Wiesbaden. Haarfarbe ist neu, tatsächlich. Silian schreibt, die Haarfarbe ist neu. Ich bin ja eigentlich immer ein dunkles Mädchen und immer dunkle Farbe, aber ich bin im Moment ein bisschen heller geworden. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt oder ob ich wieder dunkler gehen soll. Ich weiß nicht, es war mal eine Abwechslung. Ich wollte mal was anderes machen. Wen haben wir noch? Grüß mal den Granitstein. Okay, liebe Grüße an Granitstein. Jetzt stellt ihr so private Fragen. Hast du die privaten Fragen beantworte ich natürlich nicht. doch, ich beantworte auch private Fragen. Ich gebe so viel über mich preis bei meinen Live-Shows und ich tour ja durch Deutschland mit meinen Live-Shows oder auch mit meinen Rebel-Jungs. Und ich bin zwar, wie gesagt, bei Rebel nicht bei allen Terminen dabei, weil wir sind eine große Crew. Pooh von Rebel sagt immer, wir sind wie der Wu-Tang-Clan. Wir können nicht immer jeder bei jedem Stop dabei sein, weil wir zu viele sind. Nasi schreibt, trotz Prüfung morgen gucke ich deine Show. Danke, Nasi, viel Glück für deine Prüfung morgen. Wünsche dir sehr, sehr viel Glück. Flori schreibt, gib mal deine Nummer. Natürlich, Flori, 0171. Hi, Gökhan. Mag dir die Locken? Irgendjemand, Yelda hat geschrieben, ich mag die Locken. Danke, Yelda. Ich dachte, ich probiere mal was Neues, Alter. Ich bin ja immer so langweilig, immer das Gleiche, Gleiche, Gleiche. Deswegen dachte ich probiere mal was Neues. Wenn ihr wissen wollt, die Sachen, die ich heute anhatte, Haare, Make-up und so, wenn ihr solche Sachen, das ist ja meistens nur für die Mädchen, für die süßen Mädchen, die das wissen wollen, auf Instagram unter Enisa_Amani findet ihr immer Outfit-Details und so ein Kram. Und da werde ich heute auch posten gleich auf Insta, was ich heute anhatte, wer das Styling gemacht hat und so weiter. Aber in erster Linie möchte ich euch natürlich inhaltlich gefallen und nicht irgendwie nur mit Äußerlichkeiten. Ich hoffe sehr, dass euch die Inhalte gefallen. Wir haben versucht, eine Mischung zu machen aus politischen Themen, aber eben auch oberflächlichen Themen und zwischen lustigen, ja, leichter Kost, wenn man so will, aber eben auch ein bisschen deeper zu gehen. Wir sind jetzt keine Polit-Satire-Sendung, nein, wir sind einfach nur eine Fun-Sendung pro 7 montags abends. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass das irgendwie nur oberflächlich ist und ich habe schon gar keinen Bock, irgendwie über Sachen zu sprechen, die mich irgendwie gar nicht interessieren. Also natürlich interessiere ich mich auch für Celebrities, für Gossip und so, aber in erster Linie ist mein Wunsch immer, ein bisschen mehr Inhaltliches zu vermitteln, ein bisschen auch Intellektuelleres anzusprechen und so. Und dass in dieser Welt heutzutage, die sehr oberflächlich ist, und ich bin davon auch betroffen, dass solche Werte leider fast überwiegen und alles so schnelllebig geworden ist, dass wir so ein bisschen auch ein bisschen Tiefe in die Sendung bekommen. Ich hoffe, dass es bei euch ankommt. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr das auch so erkennt. Aber es sind natürlich noch weitere Shows jeden Montag. Wir werden von Montag zu Montag versuchen, besser zu werden und dass es euch gefällt. Meine Fresse, ich kann echt lang labern, ne? Ich kann gar nicht aufhören. Ich könnte jetzt die ganze Zeit labern. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so lange labere, bis diese Show anfängt und dann guckt keiner die Show, weil wir die ganze Zeit labern. Ich habe jetzt genau 13 Minuten und 34 Sekunden gelabert am Stück. Ibrahim schreibt, wie geht's dir? Ibrahim, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, Nesche, die schreibt schon, Mashallah, wie viel kann sie reden? Ja, Mann, ich kann übertrieben lang reden. Okay, wir reden mal ein bisschen langsamer. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen stellen und dann Kemal schreibt, ja, klug sind wir morgen auch. Noch wichtiger ist, wer schminkt dich? Ja, heute hat mich geschminkt, es machen immer unterschiedliche Leute bei mir. Haare hat mir heute der liebe Abjad gemacht, Abjad aus Berlin. Super krasser Hairstylist. Und geschminkt wurde ich von Maddie aus Hannover. Madina hat mich sehr, sehr schön geschminkt. Ich danke dir, Maddie, ich danke dir, Abjad. Und habt ihr noch mehr Fragen? Vielleicht habt ihr noch Fragen. Hüseyin schreibt, Herr Süße, alles klar bei dir? Ich weiß nicht, ach nee, das ist ein Mädchen. Hüsnie, Entschuldigung. Hüsnie schreibt, Herr Süße. Ja, Herr Süße, wie geht's dir? aber echt, die Show fängt an, ne? Und ich bin am Labern. Weiß jemand, wie viel Uhr es ist? Kann mal jemand da reinschreiben, wie viel Uhr es ist? Weil mein Handy läuft ja. Ich kann ja nicht in mein Handy gucken. Ich kann nicht gucken, wie viel Uhr es ist. Es ist das erste Mal, dass ich das Live-Ding mache. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Seht ihr mich überhaupt gut? Vielleicht muss ich so, hallo? Hallo? Fatma schreibt, wir lieben dich. Danke, Fatma. Ey, ihr seid echt toll. Welche Augenfarbe hast du? Ich glaube einfach braun. Braun ist meine Augenfarbe. Okay,
Worüber können wir noch sprechen? Also, in der Sendung gibt es einige Rubriken. Ein paar Teaser habt ihr schon auf der Studio Armani-Seite gesehen. Zum Beispiel das Comedy Battle. Das kam extrem gut an bei euch. Davon wird es mehrere Folgen geben. Ab jetzt jede Woche Montag, wo sich verschiedene Comedians battlen aus verschiedenen Ländern. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, heute ist das Battle Marek gegen mich. Also quasi Polen gegen Iran. Ich muss aber sagen, Marek war schon krass gut. Also, ich will jetzt nicht verraten, wer gewonnen hat. Aber die Wahrheit ist, ich finde, irgendwie ist Marek der eigentliche Gewinner von dem Ganzen. Ich weiß nicht, ja, jetzt habe ich es schon verraten, scheiß drauf. Also was ich sagen will, ist, Marek war auf jeden Fall Killer. Wir werden Marek auch nochmal einladen fürs Comedy Battle. Marek war unglaublich. Und was habt ihr geschrieben? Bernhard schreibt, es läuft noch Zirkus Halligalli, also hast du noch Zeit, kein Stress. Ach, ihr habt mir die Uhrzeit geschrieben, dankeschön, 22.18 Uhr. Das heißt, in einer Stunde, Alter, bin ich mit meiner Sendung im deutschen Fernsehen und ich schwöre, ich habe Durchfall vor Angst. Oh Mann, wisst ihr, was ich machen werde? Ich glaube, ich werde mir jetzt eine Hühnersuppe machen. Ich liebe Hühnersuppe. Hühnersuppe mit ganz viel Zitrone. So viel Zitrone, dass man so wird. Und dann werde ich die Sendung selber gucken und werde mich die ganze Zeit schämen. Immer wenn ich mich selber im Fernsehen gucke, ich bin immer so, nein, nein, warum habe ich das gesagt? Warum? Dann schmeiße ich so Sachen auf den Fernseher. Warum habe ich das gesagt? Warum? Die ganze Zeit geht es mir so, Mann. Die ganze Zeit geht es so. Dati schreibt, wie findest du Albaner? Albaner sind cool. Kennst du, Dati, kennst du den Film Wag the Dog mit Robert De Niro und Dustin Hoffman? Und da in dem Film sagt man die ganze Zeit, Albaner sind zwielichtig. Warum? Einfach so, Albaner sind zwielichtig. Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch Wag the Dog? Das ist ein alter Film. Ich glaube, auf Deutsch heißt der, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt oder so, oder irgendwie umgekehrt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film, Kultfilm. Warum rede ich jetzt über Wag the Dog, Alter? Warum rede ich jetzt mittendrin über Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Lefty sagt, ich soll sagen, Lefty ist der Größte. Okay, Lefty, Lefty ist der Größte. Malek schreibt, gucken wir zusammen. Shohre, ach, das ist, glaube ich, eine Iranerin. Shohre Shakib schreibt, wann hast du eine Show in Frankfurt? Ich war erst vor kurzem in Frankfurt, Shohre Jun. Ich war erst vor, ich glaube, vor einem Monat habe ich in Frankfurt eine ausverkaufte Show gespielt. War Killer. Frankfurter Publikum war Killer. Ich habe auch meinen Papa mitgenommen. Der saß im Publikum. Und es war ganz, ganz toll. Sido schreibt, auf welchem Sender läuft deine Show? Auf ProSieben, mein Schatz. Um 22:45 auf ProSieben. Volkan schreibt, wie findest du Kurden? Ich finde Kurden toll. Ich finde alle Nationalitäten toll. Es gibt keine, ich weiß nicht, was das für eine Frage. Natürlich finde ich Kurden toll. Ich finde alle toll. Dustin Scherer schreibt, ich mag dich. Ich mag dich auch. Mahmoud schreibt, sag mal Babys. Okay, Babys. Stellt doch mal ein paar Fragen zur Show. Ich habe so viel gelabert, Alter. Ich habe 17 Minuten und 48 Sekunden gelabert. Also nochmal. In der Show gibt es verschiedene Rubriken. Ridwan schreibt, was geht? Was geht bei dir, Ridwan? Diyar sagt, rede mal Kurdisch. Ich kann kein Kurdisch. Doch, ich kann auf Kurdisch sagen, Sepas. Das heißt, glaube ich, Dankeschön. Auf Persisch übrigens auch. Sepas Gozaram heißt, ich bin sehr dankbar. Ich glaube, da gibt es so Parallelen. Ich komme ja aus dem Norden vom Iran. Ich komme aus dem, in der Nähe vom Kaspischen Meer. Komme ich aus einer ganz kleinen Stadt. Und Nordiranisch, was ich auch spreche, ist sehr ähnlich zum Kurdischen. Also da gibt es wohl Parallelen in manchen Wörtern. Und fand ich sehr interessant, dass das so sehr ähnliche Wörter hat. Diyar schreibt, Enisa, 10 Freunde gucken gerade vor mir, wie du live redest. Sag doch mal Grüße an Diyars Freunde. Grüße an Diyars Freunde. Jens schreibt, sie ist schwer aufgeregt. Ja, das bin ich, Jens. Ich bin übertrieben aufgeregt, Mann. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Ich weiß, ich bin sehr dankbar und sehr stolz, dass ich das machen darf. Aber weißt du, wenn du weißt, du bist gleich am Fernsehen und dann schreiben die Leute, wie sie das finden, ob gut oder schlecht. Und ihr wisst ja auch, wo die Leute sind auf Facebook. Irgendeiner kommt und schreibt, ich hasse die. Weißt du, wie schöne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ein, weißt du, ich bin so eine Höfliche und dann kommt jemand und der denkt, nur weil du im Fernsehen bist, liest du das nicht oder es tut dir nicht weh und der schreibt dann so, ich hasse die und dann, weiß ich nicht, dann schreibt ein anderer so, warum sagst du das, du Behinderter, die hasst dich auch. Ich find's ja süß, wenn mich Leute, ey, wisst ihr was, ich schwöre, ich verrate euch was, 19.18 Uhr, ich habe ein Fake-Profil, mit dem ich mich immer selber verteidige. Ich schwöre, ich habe ein Fake-Profil, der heißt Jens Schmidt. Mit Jens Schmidt schreibe ich immer, wenn jemand mich ärgert, schreibe ich so drunter, halt's Maul, die ist voll geil. Das bin ich. Das bin ich selber. Ich bin Jens Schmidt. Ich muss mal ein neues Profil machen. Jemand schreibt, kann ich eine Zitrone an dir ausquetschen? Wie meinen die das? Vielleicht wegen der Nase, weil die so spitz ist, ob man da eine Zitrone quetschen kann. Ich glaube ja, das müsste gehen. Sabri schreibt, grüß mal Rommel aus Pinneberg. Liebe Grüße an Rommel.
Engin will mich heiraten. Oh, das ist schön. Ivan schreibt, wer kann dich schon hassen? Ja, jede Menge Leute, Ivan. Das Ding ist, sobald du im Fernsehen bist, weißt du, ich frage mich immer, die Leute vergessen so, dass ich, also weiß ich nicht, ich bin ja ein ganz normales Mädchen, ich sitze jetzt hier gerade in, also Frau, ich bin jetzt hier gerade in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, mit Küche und Bad. Aber die denken das nicht, weil sie denken so, du bist im Fernsehen, also ist eh alles egal, die können eh alles schreiben. Und ich denke, mein Mann, die haben doch auch eine Schwester oder eine Mutter oder eine Freundin oder jemanden. Und die wollen doch auch nicht, dass Leute über die Person sowas sagt. Und über die sagt, die Schwester, die, vielleicht habt ihr eine Schwester, die bei, keine Ahnung, die im Kaufhof arbeitet oder in irgendeiner Firma arbeitet oder noch an der Uni ist, und ihr würdet ja auch nicht wollen, dass Leute sagen so, ich hasse die. Aber so ist das im Leben. Und wenn man dann bekannt ist, dann ist das mehr. Manchmal ist das schwierig für mich, vor allem, weil ich so eine Höfliche bin und weil mir das echt wehtut, wenn jemand dann was Unhöfliches schreibt. Aber es gehört dazu, das ist wohl der Preis. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich, dass meine Eltern sehr stolz auf mich sind. Das ist mir das Wichtigste. Aber ganz ehrlich, so die meisten von euch schreiben die nettesten Sachen, und ich lese auch wirklich alles. Das ist die Wahrheit. Also was auf meiner Seite passiert, auf der Enisa Amani-Seite, lese ich alles. Andere Sachen lese ich nicht, also so auf anderen Seiten oder auf YouTube oder so, das gebe ich mir gar nicht, weil ich glaube, dass sich da auch viele Leute versammeln, die irgendwie anderswo blockiert sind, und dann schreiben da irgendwelche Leute oder irgendwelche, oft auch so Nazi-Kommentare und so. Das lese ich nicht. Aber was auf meiner Seite passiert, das lese ich wirklich alles. Und ihr wisst nicht, wie oft ich mich freue oder wie oft ich so einen lustigen Kommentar von jemandem lese und mich dann selber hier zu Hause auf der Couch sitze und kaputt lache und denke, wie cool, was der da geschrieben hat, wie lustig ist oder wie lieb das ist und so. Aber ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich habe heute bei der Show, ich habe halt nun mal eine sehr mädchenhafte Stimme, ich weiß das, aber ich habe heute wirklich bei der Show versucht, sehr viel tiefer zu sprechen. Ich war sehr konzentriert. Schaut, wenn ich sehr tief spreche, ist das so. Ja, guten Abend. Guten Abend, meine Damen. Warte, Moment, Moment, ich kann noch tiefer. Also wenn ich so richtig tief spreche, dann versuche ich, ist ungefähr das so meine Stimmlage. Das ist so das Tiefeste. Wenn ich aber aufgeregt bin und dann nervös werde, dann sage ich so, hallo, ich freue mich so. Und das wird dann halt meine Stimmlage. Ich habe ja schon gesagt, ich werde ab jetzt ganz viele DMX-Videos gucken, ohne Ende DMX. Und dann komme ich irgendwann raus und sage so, hallo, was geht? Willkommen bei Studio Amma. Ich kann nicht. Meine Stimme ist nun mal so. Ich weiß nicht, die ist halt. Aber eigentlich mag ich die. Eigentlich ärgere ich mich immer, weil mein ganzes Leben lang, weißt du, wir Frauen sind ja so, wir haben so viele Unsicherheiten, auch Männer, also alle Menschen haben so Unsicherheiten und Sachen, die wir an uns mögen und Sachen, die wir an uns nicht mögen. Aber die Sache, die ich eigentlich immer am meisten an mir mochte, war meine Stimme, weil mir immer alle gesagt haben, deine Stimme ist süß und deine Stimme klingt lieb und die klingt so ehrlich und so. Und seit viele Leute, also seit ich im Fernsehen bin, schreiben auch viele, dass die für die zu Mickey Mouse klingt und so. Und das macht mich manchmal sehr traurig, weil ich irgendwie denke, Mensch, meine Stimme war doch eine der wenigen Sachen, die ich super fand. Und jetzt, naja, viele schreiben das, aber danke, die Laura schreibt, die Stimme ist voll toll. Danke, Laura. Laura Batkowiak. Faser schreibt, grüß mal Ahmed Dursun. Liebe Grüße an. Die Bukett schreibt, schminkst du dich selbst? Ja, Bukett, tatsächlich, ich schmink mich für die meisten Sachen selbst, jetzt für die Show nicht. Wie gesagt, da hatte ich eine Make-up-Artist, eine tolle. Aber zum Beispiel für TV Total, was ihr gesehen habt, oder für Auftritte, so, keine Ahnung, jetzt Markus Lanz, jetzt von Dings, hab ich mich selber geschminkt. Ne? Der Leo schreibt, liebe Stimme. Danke, Leo. Enisa, grüß mal Freiburg und Weingarten. Liebe Grüße an Freiburg und Weingarten. Dann soll ich Seda noch grüßen, sie ist krank. Liebe Grüße an Seda, die hat eine Mittelohrentzündung. Liebe Grüße. Dann, ach oh Gott, der Don schreibt was voll Süßes. Vielen Dank, Don. Dankeschön. Ich hoffe, Erik schreibt, deine Stimme ist dein Markenzeichen. Ja, die ist nun mal, wie gesagt, wenn ich telefoniere, denken die Leute, ich bin 13 oder 12. Weiß ich, rufe manchmal irgendwo an, sage, ja, guten Tag. Und dann sagen die, ja, Kleine, alles gut, und legen wieder auf. Aber wie gesagt, eigentlich ist meine Stimme etwas, was ich an mir mag. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn das Leute nicht mögen. Denn ich bin, wie gesagt, jetzt auch schon bemüht, tiefer zu sprechen. Ich war heute auch wieder sehr aufgeregt und habe, glaube ich, sehr, sehr, war wieder hoch, weil ich weiß, wenn ich aufgeregt bin, bin ich raus und sage so, hallo, und freue mich so. Ich werde aber versuchen, für die nächsten Wochen tiefer und ruhiger zu werden. So, Hamza schreibt Grüße an mich, Aschkim. Liebe Grüße an Hamza. Und die Mandy schreibt, Enisa,
Liebe Frau, da schreibt jemand, wie groß bist du? Ich bin sehr klein, ich bin 1,62 Meter. Ich trage sehr oft High Heels, sehr hohe High Heels, damit ich ein bisschen größer bin. Ich bin tatsächlich 1,62 Meter, sehr, sehr klein, ich weiß. Aber ja, was soll ich machen? Größer bin ich nicht geworden. Grüße aus FFM, danke, meine Heimatstadt FFM. Grüße zurück nach Frankfurt. Wir hatten heute im Publikum zwei Special VIP-Gäste aus Frankfurt. Das will ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr guckt. Das war sehr cool, dass die gekommen sind. Liebe Grüße an die zwei Jungs, die heute im Publikum waren und extra aus Frankfurt gekommen sind. Super geil. Ich hoffe, dass wir ab jetzt jede Woche so Special Guests im Publikum haben, die einfach nur kommen, um sich die Show anzugucken. Also die gar nicht als Gäste auf der Couch sind, sondern bei dem Publikum sitzen. Das hat echt super Spaß gemacht. Faser schreibt, kann man sich dieses Video nachher nochmal ansehen? Ich glaube ja, Süße. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Maggie Rodriguez, was ist das denn? Oder Maggie Rodriguez schreibt, mach mal die Baba-Show. Ja, Mann, ich versuche eine Baba-Show zu machen, aber ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich auch nicht aus. Der Steven schreibt, ich will auch so viel reden können. Aber echt, Steven, Alter, 25 Minuten nonstop. Gleich wird das länger als die Show, die gleich kommt. Hat jemand noch die Uhrzeit? Kann mir einer noch mal die Uhrzeit nennen? Und diese scheiß Batterie ist alle. Ich check dieses Live nicht, Mann. Ich check dieses Live nicht. Alex schreibt, Denisa, wann kommst du mal wieder in die Schweiz? Ja, wie gesagt, ich war erst kurzem mit meinen Rebel Comedy Jungs in der Schweiz. Wir haben in Zürich gespielt und in Bern. Ja, oder? Zürich und Bern, meine ich. Haben wir mit den Rebels gespielt, war super geil. Das Schweizer Publikum war killer. Ich hoffe, ich komme bald wieder mit meinem Solo oder auch mit den Jungs. Wie gesagt, im Moment bin ich live nicht so viel unterwegs wegen der Fernsehshow. Die Rebels sind alleine unterwegs. Viele Grüße an die Jungs. Ich hoffe, ihr rockt alles. Und auch meine Live-Shows sind sehr viel weniger, eben wegen dem Fernsehen, weil die Zeit, also alles kann ich nicht zusammen machen. Aber natürlich mache ich auch wieder eine lange, lange Live-Show. Da kommt die Uhrzeit. Sehr gut. 23:15 Uhr. Echt jetzt? Jetzt schon, Mann. Jetzt schon. Muss ich den Fernseher an machen. Dann muss ich das. Uff, uff, ich habe so viel geredet, ich kann selber, ich so, mein Mund ist trocken. Uff, ja. Manchmal nerve ich mich selber vom Reden. Ich rede so lange, dass ich denke, wie lange kann man eigentlich reden? Ich frage mich so selber, wie lange kann man reden, Mann? Wie lang? So, wenn ihr keine Frage mehr habt, dann würde ich jetzt Tschüss sagen. Kadir schreibt viel Glück für deine Show. Das ist eine gute. Oh, und Grüße nach Sossenheim. Das ist ja gar nicht so weit weg. Ich bin in Griesheim aufgewachsen, in Höchst zur Schule gegangen und da steht Grüße nach Sossenheim. Oh, ihr schreibt so süße Sachen. Komm mal ins Saarland. Ja, na klar, komme ich ins Saarland. Grüße aus Leverkusen von dem Albaner. Grüße zurück, Mann, an den Albaner. Komm nach Berlin. Ja, Berlin bin ich doch ganz oft. War ich doch jetzt gerade erst mit Voice of the Voiceless. Es war übrigens ein tolles Konzert. Es ist ganz viel Geld zusammengekommen für ein Flüchtlingsprojekt, was ich ganz, ganz toll finde. Ich hoffe, ich darf noch mehr so gute Projekte machen. Und wen haben wir noch? Kisha schreibt: Hey Girl, hey Girl. Sinan schreibt, Mashallah, merci, ihr seid so lieb. Okay, ihr Lieben, alle, die gerade da dran sind, ich weiß nicht, wie viele Leute zugucken, ich wünsche euch Glück, ich wünsche euch Gesundheit, ich wünsche euch, vor allem euch und euren Familien, dass ihr alles erreicht, was ihr erreichen wollt. Ich bin das beste Beispiel, dass alles geht. Ich weiß, ich habe es schon Milliarden Mal gesagt, aber ich sage es immer wieder. Ich war vor 2 Jahren ein normales Mädchen, was Uni abgebrochen hat, was auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet hat, was überlegt hat, was ich studieren soll. Ich hatte gerade erst geplant, Literatur zu studieren, wie mein Vater, und dachte, alle haben gesagt, mach das nicht, mit Literatur findest du eh keinen Job. Aber ich dachte, egal, das ist das, was mir Spaß macht. Und plötzlich habe ich mich mit diesen Texten in einen Café getraut, bin damit aufgetreten, habe das an Nightwish geschickt und so schnell hat das geklappt. Und ich bin sehr stolz, dass die Leute darin Qualität sehen und darin auch Inhaltliches entdecken und dass es eben nicht nur diese Doofköpfe ab und zu gibt, die irgendwie alles aufs Äußerliche reduzieren oder einfach unhöfliche Sachen sagen und untolerante Sachen sagen. Weißt du, ich finde es immer traurig. Manchmal schreiben Leute was ganz Böses und dann gehst du auf deren Profil und merkst du, auf deren Profil steht aber Frieden für die Welt oder so oder Freiheit für die und Freiheit. Dann denke ich immer, wie kann jemand, der eigentlich für Freiheit und Menschlichkeit ist, einem anderen einfach so, weil er den im Fernsehen gesehen hat, schreiben, ich hasse den oder so. Weil, ich weiß nicht, wisst ihr, im Endeffekt ist das nur Fernsehen, das ist nur Unterhaltung. Es gibt viel Wichtigeres auf der Welt und das ist die Wahrheit. Das sage ich jetzt nicht, damit das so wichtig klingt. Es gibt sehr viel Wichtigeres. Jeden Tag machen Ärzte, Lehrer, Anwälte, Busfahrer mehr für die Gesellschaft, als wenn du nur ein Unterhalter bist wie ich. Aber, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr einfach Spaß daran habt und wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich nicht gucken oder einfach abschalten oder was anderes Schönes machen. Und deswegen muss man aber nicht unhöflich werden und jemandem sagen, ich hasse dich oder so, weil ich weiß nicht, es gibt Trump,
darf man hassen für seine rassistischen Aussagen, aber man muss ja nicht jemanden hassen, nur weil man einem das Fernsehprogramm oder das Comedy-Programm nicht gefällt. Ich denke, das ist so zweitrangig und sollte dann auch zweitrangig bewertet werden. So, jetzt habe ich aber echt zu viel gelabert, Alter. Ich schwör's dir, ich habe zu viel gelabert. Meine Fresse, ich kann nicht mehr. Uff, uff. Ich brauch ein Wasser. Okay, dann sage ich jetzt Tschüss. Ich lese noch die letzten 4 Kommentare vor, die ich hier sehe. Mary Lou schreibt, you're great. Thank you so much. Vanessa schreibt, Kartell Nummer 1. Woher wisst ihr das? Unsere Produktionsfirma heißt Kartell Nummer 5. Kartell Nummer 5 produziert heute Abend diese Show. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und ich freue mich sehr. Danke ProSieben für diese Chance. Danke Kartell Nummer 5 und die beste Crew aller Zeiten, die mit mir diese Show macht. Und jetzt lese ich noch ein paar. Adriano schreibt, ich feiere dich heftig. Ich feiere dich zurück, Adriano. Und dann, ich liebe euch alle. Ja, aber echt, Gesal schreibt, wie krass du von einem Thema zum anderen kommst. Echt, ne? Guck mal, ich bin so richtig von Filmkritik über die Show, über Menschlichkeit, über Kommunismus, über Frieden für die Welt, über Tierschutz, Alter. Ich sag euch, ich laber zu viel. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde demnächst öfter so Live-Videos machen, vielleicht jede Woche nach der Show eine. Finde ich irgendwie ganz cool, wenn wir jede Woche nach der Show quatschen könnten. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr schaltet gleich ein. Und ja, Mann, Berg schreibt, boah, Armin werde ich gleich blockieren, Alter. Seht ihr? Armin, Mann, meine Fresse, den werde ich blockieren. Diesen Saiyan werde ich auch blockieren. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, diese ganzen 31 Minuten lang. Habt Spaß, habt einen schönen Abend und ich wünsche euch allen Gesundheit und Erfolg bei allem. Bis dann, tschüss.